Vater, wir danken dir, dass du zu uns redest und wir bitten, dass wir es verstehen. Komm mit deinem Geist und wirke diese Dinge, dass wir sie mit einem Auge wahrnehmen, mit einem Sinn verstehen, wie du gesagt hast, die Erkenntnis von dir wird über diese Welt kommen, wie das Meer, das den Grund bedeckt. So sei es, so werde es, in Jesu Namen. Amen. Wir gehen jetzt, wie gesagt, Schritt um Schritt da rein und versuchen, dieses, ich möchte mal Weltbild, versuchen wir zu verstehen, um was es hier geht. Was tut Gott eigentlich? Und jetzt gehe ich mal auf eine Stelle ein aus 2. Mose 3, Vers 13 und 14, die uns eigentlich klar macht, dass alles, was seit dieser Zeit geschehen ist, eine totale Abtrünnigkeit unsererseits war. Wovon spreche ich? Wenn es um Gott geht, überlege es einmal selber, denk an die Religion, an die Hintergründe, die du so kennst. Sobald es um die Frage nach Gott geht, ist immer eine der ersten Fragen, wie ist sein Name? Stimmt das? Darum, wenn ich sage Jesus, dann ist schon ziemlich viel durcheinander hier unten. Und wenn der andere kommt und sagt, Mohammed, ist auch wieder ziemlich viel durcheinander, oder Allah, dann ist auch ziemlich viel durcheinander. Und wenn einer von Brahma redet oder nimmt, was du willst, jeden Namen, immer kommt alles durcheinander. Ist euch das schon aufgefallen? Jetzt möchten wir das mal von der Bibel her ansehen, wie Gott selber darüber denkt, was Gott selber gesagt hat. Und beachte, was der Unterschied ist. Also, sobald wir fragen, wie ist der Name dieses Gottes? Lassen wir Gott einmal selber die Antwort geben. 2. Mose 3, Vers 13. Weil das war die Frage von Moses an Gott selber, wenn er die Kinder Israel aus Ägypten führen muss und zu denen hingeht und sagt, der Gott, Gott hat mich geschickt, euch zu helfen, euch da rauszuführen, werden sie nach dem Namen fragen. Also hier kommt der Text, und wenn die Israeliten mich fragen, was ist sein Name, was soll ich ihnen dann sagen? Jetzt passt gut auf, was Gott sagt, da sprach Gott zu Moses, ich bin, der ich bin. Wie ist dein Name? Ist ein seltsamer Name. Sagt er hier einen Namen? Er sagt keinen Namen, merkt ihr das? Und das sollen wir Christen uns ganz dick hinter die Ohren schreiben. So will Gott. So will er, dass wir mit ihm zusammenleben, umgehen. Wenn du sagst, wie ist dein Name, sagt er dir keinen Namen. Okay? Also wir halten an dieser Grundlage fest, von Anbeginn, und das ist der Ursprung, von Anbeginn an hat Gott sich geweigert, einen Namen zu sagen. Jetzt fragst du dich ja, wie kommen wir denn zu all den Namen? Das ist eben die Geschichte, um die es jetzt dreht. Aber mir ist diese Grundlage wichtig, dass nachher kein Christ mir kommt und sagt, was lehrst du hier? Der namenlose Gott oder was? Nein, ich sage nicht der namenlose Gott, ich sage der Ich Bin. Und Ich Bin ist kein Name, das ist eine Tatsache. Ich Bin meint Ich Bin. Ob ich jetzt da vorne Ivo heiße, oder Rudolf oder was, spielt gar keine Rolle. Ich bin, der ich bin. Du kannst mir 1000 Namen anhängen, auch Kosenamen, das ändert nichts an der Tatsache, dass ich der ich bin. Versteht ihr? Die Bibel hat noch nie einen Namenskult betrieben, nie, zu keiner Zeit. Aber wie kommt es dann zu den Namen? Im Hebräischen dieser Ausspruch, diese Antwort Gottes, wo er sagt, ich bin, dieses Ich Bin, das ist das Wort für Sein. Das Wort für Sein klingt an den Gottesnamen Jahwe an, den wir so kennen, oder? Für die einen dann Jehova, ein Riesenstreitpotenzial. Ist es Jahwe, Jahwe oder Jehova? Keines von allem. Ich sage das gleich mal. Wenn es darum geht, die Frage, wie ist dein Name? Das gibt es nicht bei Gott. Aber was sind denn Namen? Das behandeln wir jetzt in diesem zweiten Teil. Also wenn du sagst, ja, ist Gott jetzt christlich oder ist er hinduistisch, ist er taoistisch oder pantheistisch oder anthroposophisch, es gibt jetzt ganz viele Möglichkeiten von Gottes Bilden bis hin zum eben
islamischen oder esoterischen, nenne was du willst. Ja. Und ich sage, das ist alles die Frage, wie ist er jetzt? Was für einen Namen hat er jetzt? Oder? Ist ein Namensgötzendienst. Von Jesus über Yahweh, über Allah bis Brahman, nimm was du willst. Ich sage, aus der Perspektive Gottes ist all dieses Gestreite um Namen ein einziger Götzendienst, ein einziger Namenskult. Jetzt schauen wir, wie Gott sich selber da entwickelt hat. Das hat er da in Jesaja 7, Vers 14 niedergelegt. Aber ich sage es vorweg, damit du es einordnen kannst, dass du nicht so lange warten musst und das aufsparen musst, um was es geht mit Namen. Ich sage dir vorweg, Namen sind nichts anderes als Wesenszüge. Du kannst nicht Gott einsperren in einen Namen. Das wird ein irrer Versuch sein, ist Blasphemie, sage ich jetzt mal. Und das sage ich all jenen, die so versessen sind, Gott einen Namen zu geben. Es ist eine Blasphemie, es ist eine Gotteslästerung. Warum? Du kannst Gott nicht in einem Wesen, einen Namen einsperren. Verstehen wir das? Das ist die Sünde in sich, wenn wir das versuchen. Wenn er Namen hat, hat er zahllose Namen. Das will ich dir jetzt zeigen mit dieser Weiterführung hier. Also, in Jesaja 7, Vers 14 gibt Gott ein Zeichen. Das ist ein sehr berühmtes Zeichen im Alten Bund. In Israel war das die Stelle, von der ich jetzt dann gleich lese, auf die haben alle Israeliten gewartet, dass sich das ereignet. Was steht dort geschrieben? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel heißen. Interessant. Wer jetzt das Neue Testament kennt, wer ist Immanuel? Hört ihr das? Wenn ihr von außen kommt, davon noch nicht so viel gehört habt, nicht Christen seid oder was auch immer, die Christen rufen hier einheitlich Jesus. Und siehst du, hier wird es offenbar, worauf Gott hinaus will. Er prophezeit durch die Propheten, eine Jungfrau, also eine keusche Frau wird einen Sohn gebären und sie wird ihn Immanuel nennen. Interessant, nicht? Wir sagen seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden mittlerweile, das Zeichen, von dem Gott gesprochen hat, siehe, ich werde euch ein Zeichen geben, eine Jungfrau wird gebären. Sagen wir, das Zeichen, das Gott uns gegeben hat, ist eine Jungfrauengeburt. Stimmt das? Wenn wir diese Stelle gelesen haben, war das Zeichen, das Gott uns gegeben hat, dass er etwas Großes tut, immer die Jungfrauengeburt. Er gibt ein Zeichen. Ich sage nicht mit dem Weiteren, was ich jetzt sage, dass das nicht ein Zeichen war, die Jungfrauengeburt. Es ist freilich ein Zeichen. Aber wir haben Gott völlig missverstanden, wenn wir denken, dass das das Zeichen war, von dem er gesprochen hat. Nein, das Zeichen, das er gibt, ist das, dass er sagt, eine Jungfrau wird gebären und ihm den Namen Immanuel geben und dann kommt ein Jesus daher. Die Erfüllung von dem kommenden Immanuel heißt Jesus. Lies es mit mir selber nach. Also nicht bloß die Jungfrauengeburt ist das Zeichen, das Gott versprochen hat, sondern er gibt ein Zeichen, um sich erkennen zu lassen, dass er mit Namen aufräumt. Das sage ich mir vorweg, dass du es besser finden kannst, wenn ich es jetzt lese. Jesaja 8, Vers 10, geht nämlich die Geschichte gleich weiter, ein paar Verse später. Er sagt dort, plant einen Plan, er geht in die Brüche. Beschließt einen Beschluss, er wird nicht zustande kommen, denn Immanuel. Das ist ein interessanter Text, nicht? Das steht so im Hebräischen, denn Immanuel. Warum? Das war eben die Erwartung. Das ganze Volk wusste, Gott gibt ein großes Zeichen, eine Jungfrau wird gebären und sie wird einen Sohn gebären, der Immanuel heißt und der löst dann all die Probleme. Denn Immanuel, die deutschen Übersetzer haben das zensiert. Wenn du eine deutsche Übersetzung liest, also nicht alle wahrscheinlich, aber
In den deutschen Übersetzungen sagten sie sich, Moment mal, das hat sich eindeutig in Jesus erfüllt. Der Mann hätte Immanuel heißen sollen. Jetzt gibt es da Probleme, dann haben wir Probleme mit der Bibelauslegung. Also nehmen wir das weg. Und dann übersetzen sie, und das ist interessant, da haben sie eigentlich das Richtige gemacht. Dann übersetzen sie, beschließt einen Beschluss, er wird nicht zustande kommen, und statt den Immanuel übersetzen sie, denn Gott ist mit uns. Und genau das ist die Bedeutung von Immanuel. Immanuel, hebräisch, bedeutet Gott ist mit uns. Du könntest auch Immanuel mit dem Begriff füllen, Gott rettet uns oder Gott, ja, ist mit uns, er hilft uns, könntest du sagen. Das war der Inbegriff der Erwartung. Und die Erfüllung, wie Gott selber eben diesen Immanuel als Zeichen dann erfüllt hat, das liest du in Lukas 1, Vers 31, da kommt nämlich der Engel, ein Engel vom Himmel, so schön wie es heißt, kommt zu dieser Maria und kündigt ihr diese Leibesfrucht an. Sie ist erstarrt, geht in die Schockstarre, wie ich kenne keinen Mann, sagt sie, wie kann ich ein Kind bekommen? Und er sagt, Heiliger Geist wird auf dich kommen. Und du wirst einen Sohn gebären. Und weil das nicht von Menschen gezeugt ist, sondern weil Gott ein Werk da in dir tut, deshalb wird man deine Leibesfrucht, das Heilige, das von dir kommt, wird man Sohn Gottes nennen. Wird man Sohn Gottes nennen. Nicht Gott nennt ihn Sohn Gottes, sage ich mal hier wieder in Klammer. Hör gut zu, ihr Christen. Wird man Sohn Gottes nennen. Nicht nenne ich Sohn Gottes. Da kommen wir aber später dazu. Ich mache da manchmal nur so Vorwegklammern, damit du umdenken lernst. Aber jetzt kommt die Geschichte auf den Punkt. Lukas 1, 31 sagt nun, der Engel, nachdem er Maria gesagt hat, du wirst einen Sohn gebären, sagt er im gleichen Atemzug, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Also siehst du, Gott schickt den einen Engel oder den einen Propheten und sagt, er wird einen Immanuel schicken, die Jungfrau wird einen Sohn gebären, der Immanuel heißt, und wenn der Engel kommt, um das anzukündigen, jetzt kommt der Immanuel, nennt er ihn Jesus. Siehst du, und hier hätten wir es verstehen sollen, dass Gott nicht auf Namen aus ist. Gott sagt, ich bin. Und wenn er gefragt wird, wer bist du? Dann beginnt er Namen zu verwenden als Eigenschaften. Und zwar als Eigenschaften dessen, was er tut. Oder um es noch präziser zu sagen, er beginnt jeweils Namen für sich zu nennen, für das, was er wesenhaft gerade am Wirken ist oder wesenhaft ist in dieser Phase des Kennenlernens, des Sichereignens unter den Menschen. Er sagt ihnen immer das, was er gerade am Wirken ist, bezeichnet er mit einem Namen. Aber damit sagt er nicht, ich bin eben der Immanuel allein oder Jesus allein. Und ich will dir jetzt zeigen, dass Gott viele Namen hat, hunderte Namen. Und das ist das Entscheidende. Du kannst Gott 1 Million Namen geben, es werden 1 Million Wesenszüge sein und es ist nicht genug. Stimmt das? Ja. Gott ist mehr. Und darum gibt es sich grundsätzlich keinen Namen, nicht den Namen, sondern das, was er tut, das beschreibt er und das packt er gewissermaßen einem Namen zusammen. Aber das ist epochal, das ist zeitgebunden. Nicht, dass er später nicht mehr der Immanuel oder der Jesus wäre, aber er hat andere Schwerpunkte. Lass uns das aus dem nächsten Text sehen. Das sind ganz wichtige Grunderkenntnisse, wenn wir lernen möchten, in der Endphase hier hochzusteigen und begreifen, dass es viel mehr Menschen gibt, die Gott verstehen, mit Gott leben, als wir denken. Es sind die Menschen, die nicht versessen sind auf irgendeine Formel, auf irgendeinen Namen, auf irgendeinen traditionellen Brauch. 2. Mose 6, Vers 3 jetzt. Da sagt Gott, ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott, der El Shaddai. Jetzt pass auf, jetzt bringt er einen Namen. Hör es gut, was er sagt. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als El Shaddai.
aber mit meinem Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Siehst du, was er hier sagt? Das ist genau das, was ich dir vorweg erklärt habe. Mit meinem Namen, und das musst du verstehen, Name ist im Ursprung ein neutrischer Begriff. Im Griechischen, Septuaginta hat das sehr sorgfältig übernommen, das Wesen der Dinge, die ist sehr exakt übersetzt, aus dem Hebräischen gefällt mir viel besser als alles andere, was wir unter dem Himmel haben. Dort siehst du, denn wenn es von Name die Rede ist, ist es ein neutrischer Begriff, da heißt es nicht der Name, eben aus diesem erwähnten verführerischen Grund, weil es nicht um einen Namen geht im klassischen Sinn, sondern es heißt wörtlich das Onoma. Ich habe mich Abraham, Isaac und Jakob bin ich erschienen als Gott mit meinem Onoma, nicht mit meinem Namen, mit einem Onoma, das bedeutet mit meinem wahren Sein, mit meinem jetzigen Sein, könntest du auch sagen, mit meinem eben realen Sein, mit meiner gerade jetzigen Erscheinungsform, oder nenne, wie du kannst hier viele Begriffe mit als Rahmen einpacken, um zu zeigen, was es ist. Ja. El Shaddai bedeutet aber von der Bedeutung her allmächtig. Jetzt lese ich das, streiche den Namen weg, ich lese es in neutrescher Form, oder wie soll ich sagen, als Onoma, als Wesenszug, besser gesagt. Dann sagt er, ich bin Gott, ich bin Abraham, Isaac, Jakob, erschienen als der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Yahweh, ich bin, habe ich mich ihm noch nicht, oder mit meinem Onoma, mit meinem wesenhaften Sein, ich bin einfach. Ich habe mich noch nicht ganz ins wesenhafte Sein ihm geoffenbart, oder Delo im Griechischen heißt dann dargestellt. Und das ist ganz wichtig, Gott stellt sich dar, Gott ist nicht eine Theologie, Gott ist nicht eine Satzung, Gott ist nicht eine, eine Schrift. Darum heißt es, dass nicht durchs Wort allein die Königsherrschaft Gottes besteht, sondern er besteht in Wirkungen, in Kraft, im Heiligen Geist. Er besteht unter uns als eine Wirklichkeit, die an uns arbeitet, die sich uns, Delo heißt, sich beweist, sich erweist, sich erzeigt. Ich habe mich Abraham und so weiter als der Allmächtige, also als der allgenugsame El Shaddai erwiesen, aber noch nicht als der Ich Bin. Ich bin einfach substanziell, und damit meint er mit dem Ich Bin, das ist einfach alles umfassend, was er irgend ist. Er ist mehr als nur allmächtig, er ist auch allgegenwärtig, oder? Er ist auch die Liebe, er ist auch, und das können wir jetzt im Weiteren sehen, allein in der Bibel haben wir Eigennamen Gottes, und das hätte uns hellhörig machen sollen, hellsichtig. Wir haben Eigennamen Gottes, die dutzendeweise vorkommen in der Schrift, und wir haben zwischen 200 und 300 Nebennamen Gottes. Warum? Eben, weil Gott uns klar machen wollte, begreif einfach, dass ich bin. Und weil ich bin, erweise ich mich in so vielen Kraftwirkungen, in so vielen elementaren Wesenszügen, wie ich gerade will. Und wenn ich mich auch nicht vorstelle mit Namen, die Wirkung geht mit mir mit, und ich wirke unter allen Menschen. Und das ist mir ganz wichtig, dass du das immer im Auge behältst. Er kommt nicht zu dem Juden und sagt, ich heiße Yahweh. Und nachher geht er zu den Christen und sagt, ich heiße Jesus. Und nachher geht er zum Moslem und sagt, ich heiße Allah. Damit die sich nachher den Kopf einschlagen können. Versteht ihr? Aber genau so gehen wir um mit Gott. Genau so machen wir es. Das ist unser Schaden, den wir angerichtet haben. Und ich sage es mal etwas tiefer, dass der Teufel angerichtet hat in uns. Nein, Gott hat es schon unter den Israeliten klar gemacht, dass es keinen Namenskult geben darf, sondern ein Erkennen schrittweise, was Gott auch noch alles ist. Beginnend auf dem Grund, ich bin einfach der Ich Bin. Ja, was bist du denn? Ich bin auch Adonai. Ich gebe dir jetzt nur ein paar Beispiele, damit du nur ratzfatz mal ein paar solche Namen findest, oder solche Onomas, solche Wesenszüge, solche Wirkungseigenschaften, oder nenne wie du willst, von Gott. Er sagt, ich bin auch Adonai, das heißt mein Herr, ich bin Meister, ich bin Herr, ich bin Eheherr, sagt er sich sogar.
Adonai, das ist ein eigener Name, ein eigen Onoma Gottes, ein Wesenszug Gottes. Ich bin El Eloah, sagt er an einer anderen Stelle. Oder Elohim, das ist der Mächtige, der Starke, der Erste, der Vorderste. Und ich frage hier gleich mal zwischendurch ketzerisch, denkst du nicht, dass die Moslems zum Beispiel, ich liebe immer die Beispiele mit den Moslems, ja, denkst du, dass ein Moslem auch mal die Erfahrung gemacht hat, dass der Gott, der an ihm wirkt, ein Herr ist? Studier mal genau den Moslem. Was hat er mehr begriffen, als dass Gott Herr ist? Siehst du? Aber er nennt ihn nicht Adonai. Er sagt ihm Allah. Und wenn du sagst, ja, nein, du musst Adonai anbeten, hast du den Krieg, oder? Aber beide, der Adonai sagt und der Christus sagt, Jesus Christus sagt und der Allah sagt, sie beschreiben den Wesenszug eines Herrn, eines Meisters. Und so wie auf Schweizerdeutsch halt manches Wort anders schon klingt als nur schon im Schriftdeutschen und dann geschweige im Französisch, Englisch, Italienisch und es klingt ja alles anders, oder? Ist aber ein und dasselbe, oder? Seht ihr, und da haben wir uns verstrickt und haben nicht begriffen, dass Menschen Erfahrungen machen, in allen Ländern Erfahrungen machen, ob die jetzt meine Theologie kennen oder nicht. Ja? Und wenn er sich mir erwiesen hat als der Yahweh, aber noch nicht als Jesus, weil das zwei verschiedene Charaktere, zwei verschiedene Wirkungsweisen Gottes sind, dann muss ich begreifen, ich kann nicht das, was ich erlebt habe, als absolut setzen. Ja? Aber ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter, oder? Eben, der Erste, der Vorderste, der Bundestreue, der einem Ziel zustrebende. Überlege jetzt, stell dir immer die ganze Palette, sagen wir mal, der 12 Weltreligionen vor Augen und überleg dir einfach mal nur von den Wirkungen her, das sind all diese Menschen in diesen verschiedenen Farben und Ländern und Hintergründen. Überleg dir mal, kann es sein, dass all die Gottesfürchtigen, all die, die Gott zieht zu sich, dass sie nicht dieselben Erfahrungen alle machen? Wenn du jetzt diese Eigennamen hörst. El Olam, Gott der Zeitalter. El Shaddai, der Strömende, die Mutterbrust bedeutet das. Stell dir vor, in jeder Religion gibt es Menschen, die mit Gott leben, die, wenn sie von ihm sprechen, von einem Ausströmen sprechen, bis hin zu den Esoterikern, ja, die jetzt vielleicht weitgehend noch nicht mal an eine Person denken, aber sie haben den Strom. Sie beschreiben den Strom, der an ihnen wirkt, das strömt aus. Es ist wie die Mutterbrust, wo die Milch fließt. Und dieser Strom nährt dich, sättigt dich und du kannst mit ihm mitgehen oder nicht. Und ich sage dir freimütig, in allen Kulturen, in allen Ländern, unter allen Menschen, die es denkbar gibt, gibt es Menschen, Einzelne, die genau diese Erfahrung gemacht haben, die Wirkung Gottes wahrgenommen haben. Aber sie sagen ihm deshalb nicht El Shaddai. Aber sie haben dieselbe Wirkung wahrgenommen. Yahweh, Jehova nennen die anderen ihn, der Seiende, er, der sich erweisen wird als das, was du von ihm erwartest, bedeutet das. Das ist eine Charaktereigenschaft, das ist ein Charakterzug. Das ist nicht das Absolute, das ist nicht das Einzige. Aber Gott will uns Yahweh sein im Sinne, er will, dass wir begreifen, er ist dir das, was du erwartest. Wenn du sagst, mit Gott habe ich nichts am Hut oder Gott kann doch nichts, wirst du genau das bekommen von ihm. Es ist ein Wesenszug Gottes. Wie eine Gesetzmäßigkeit, wie ein Naturprinzip. Ja? Und ich sage dir, nur schon jetzt diese paar Eigennamen Gottes, die uns in der Bibel immer wieder begegnen, zeigen, das sind Erziehungsprogramme, das sind Begegnungsprogramme, das sind Offenbarungen von Wesenszügen, wo Gott, der Ich Bin, der Daseiende, den Menschen einfach seine Verschiedenartigkeit zeigt. Da könnte man beliebig fortsetzen. Und wenn ich jetzt die nächste kleine Liste dir zeige, nur als Beispiel, gehe ich da nur so durch, ohne irgendwelche Bibelstellen aufzuschlagen. Davon gibt es, wie gesagt, nahezu 300. Und das sind wahrscheinlich noch immer nicht alle, die allein in der Bibel sind. Und wenn ich nur schon den ersten Namen nehme, der Allgerechte wird er genannt in der Bibel, der Allgerechte. Das sind alles die Namen. Dann denkst du wieder an Moslem und überlegst, kennt er solche Wesenszüge Gottes? Natürlich kennt er sie. Aufgang aus der Höhe heißt er. Berater, Eiferer, Erbarmer, der Gütige. Wann immer ich mit Moslems zu tun habe, reden sie vom Allerbarmer. Stimmt das? Ja. Aber die Christen sprechen den Moslems jede Gottesbeziehung ab. Warum?
weil sie nicht gesagt haben, Jesus ist der Herr, oder? Dabei bedeutet Jesus nichts anderes als Gott rettet. Gott rettet! Nichts anderes! Nichts anderes! Gott rettet! Und wir haben es auf so eine verdammte Formel gebracht. Versteht ihr das? Hier rede ich derb. Weil das ist unsere Not, das ist unsere Krise, das hat Millionen Menschen das Leben gekostet. Ehrlich, das ist eine verdammte Formel. Und jeder Christ, der schlackert jetzt mit den Ohren und sagt, oh, was machst du mit dem heiligen Namen Jesu? Ich sag dir, was ich mit dem heiligen Namen Jesu mache. Ich erkläre dir, was er bedeutet gerade. Ich erkläre dir das Wesen dahinter, was Jesus bedeutet, dasselbe wie Emmanuel. Darum wird er als Emmanuel angesagt und kommt als Jesus. Nicht damit du streiten sollst, ja, das kann jetzt aber nicht der Emmanuel sein vom Jesaja-Prophetie, das muss ein anderes sein. Nein, es ist ein und derselbe, weil es dasselbe bedeutet. Und er gibt bewusst zwei Namen, um ein Zeichen zu geben. Du musst wesensmäßig denken, du musst Gott wesensmäßig erkennen an seinen Wirkungen, an dem, was er an dir tut. Also dann nennt er sich der Fels, der Amen, Gott des Volkes, König, Lehrer, Schild, Ruhm, Vater, Zuflucht. Er nennt sich den Zeugen, er nennt sich das Alpha und Omega und so weiter und so fort. Und ich sage, jeder Moslem, jeder Shintu, jeder Hindu, jeder Buddhist, der wirklich aufrichtig Gott sucht und nach Gott seine Fühler ausstreckt, hat Berührungen schon mit genau diesen Wirkungen gehabt. Aber er nennt es komplett anders und gibt dem einen anderen Namen, einen anderen Inhalt, wie soll ich sagen, einen anderen Namen, einen anderen Übertitel, ein anderes Etikett. Und wir kommen und schlagen die Köpfe zusammen, weil du sagst, nein, du musst mein Etikett auf deiner Flasche haben, obwohl der Inhalt derselbe ist. Nein, das muss so angeschrieben sein. Nein, das muss so angeschrieben sein. Ja. Unglaublich, was wir da zustande gebracht haben. Und ich sage es nochmal, man kann Gott nicht mit irgendeinem Namen eingrenzen. Schon gar nicht mit einem absoluten Namen. Das wäre die Spitze der Blasphemie. Gott einen Namen unterjubeln zu wollen und wer diesen einen so in dieser Form nicht artikulieren kann, hat daneben gegriffen. Man muss das Wesen verstehen. Gott ist Retter. Und Gott rettet durch Personen, durch Ereignisse. Und er will, dass dort, wo er etwas tut, wo er etwas gerettet hat, dass man sich zu dieser Bewegung, zu dieser Wirkung stellt, dass man sich Gott unterwirft oder ihn erkennt. Das ist das Oberste. Gott erkennen in dieser Errettung. Siehst du? Und hätte Gott nur einen oder den anderen geschickt, nur zwei Menschen von mir aus durch die Errettung gegeben hätte, wo kämen wir dahin? Gott rettet überall. Gott rettet durch alles. Und glückselig, wer erkennt, wo Gott überall drin steckt. Ich sage es mal menschlich. So viel Rettung erfahren wir durch Menschen, durch Umstände, durch alles Mögliche. Und oft geben wir dann den Menschen die Ehre. Oder? Kommt irgendein Mensch daher, rettet uns, zum Beispiel die Richter im Alten Testament und so weiter. Plötzlich haben wir sogar mit diesem Götzendienst begonnen, hat die hochgehoben, irgendwelche Propheten, irgendwelche Richter, irgendwelche Apostel oder was weiß ich, haben sie auf den Sockel gestellt. Bis hin ins christliche Erstlingszeitalter hieß es dann, ich bin des Apollos, ich bin des Paulus, ich bin des Kephas. Oder? Haben sie diesen Götzendienst getan. Und der Nationenapostel Paulus, gerade unser Nationenapostel, der hat wie kein zweiter zu jener Zeit begriffen, was Gott will. Er sagt, ja, ist es Gott zerteilt, ist Christus zerteilt. Christus ist der Überbegriff für das Wirken Gottes durch seinen Geist. Nur, dass es klar ist, Christus ist nicht an eine Person gebunden. Christus bedeutet einfach das Gesalbte, das Wirken des Geistes über einer Person. Christus ist alles, worin sich Gott zeigt. Alles, was Gott gebrauchen kann, alles, was Gott durch sich wirken und leben lässt, ist Christus. Wir haben das gemacht, dass wir das auf eine Person fixiert haben. Nicht um zu sagen, dass er nicht der Christus war, ein ganz krasser, gewaltiger Christus. Wir kommen im dritten Teil dazu. Du wirst sehen, du wirst heute nichts verlieren, sondern nur dazu gewinnen.
Aber du musst gut zuhören, sonst verlierst du viel. Ich weiß, dass diese Worte, die ich spreche, sehr verfänglich sein können. Das war meine Not, die ich am Anfang beschrieben habe. Ich müsste Tage ganz sorgfältig das entwickeln, was ich jetzt in ein paar Stunden mache. Und das ist so gefährlich, es hat so viel Missverständlichkeitspotenzial wegen unseren Schubladen, oder? Dass ich buchstäblich nicht wusste, wie soll ich es angehen. Würde ich alles sagen, was nötig wäre, was zur Sicherung dieses Wortes nötig wäre, hätten wir eine ganze Woche Bibelschule oder einen Monat. Dann könnte ich es dir sorgfältig genug erklären, weil wir aber nur einen Tag zusammen haben, gehe ich hier das Risiko ein, dir die Dinge fast fertig vor die Nase zu werfen und zu vertrauen, dass du genug Geduld mit dir selber hast und mit mir, um das nachher nachzuverdauen, nachzudenken, nachzufühlen, nachzubeten und wie soll ich sagen, nachzuerfahren. Es ist gefährlich, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Wir gehen da einfach durch und schauen uns das an, was es ist. Also er ist, wer er ist und offenbart uns immer neue Namen, neue Wesenszüge, neue Onomas, neues Sein, neue Seinsweisen. Ja. Offenbarung 3, Vers 12, da sagt er es wieder, sagt Jesus, als damals schon der Aufgefahrene, also schon durch den Geist kommt er und redet, offenbart sich vom Himmel her. Und ich werde auf ihn schreiben, im Deutschen lesen wir, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Das sagt Jesus. Das ist interessant, oder? Er sagt, meinen neuen Namen. Ich habe schon einmal darüber gepredigt, da hinten gibt es auch noch vertiefende Predigten zu diesem Thema. Und da, auch da hätten wir es verstehen sollen. Wir sagen, Jesus ist der eine Name, der immer im Zentrum ganz allein stehen muss und Jesus selber kommt und sagt, ich werde dir einen ganz neuen Namen auf die Stirn schreiben. Du kannst es nur verstehen, wenn du begriffen hast, was ich hier erkläre. Es geht nicht darum, einen hochheiligen Namen jetzt zu lästern, abzuschaffen, zu verleugnen. Ja, jetzt glaubst du plötzlich nicht mehr an Jesus. Nein, jetzt glaube ich an Jesus. Jetzt habe ich verstanden, wer er ist. Jetzt hat er sich uns als Jesus, der Christus, geoffenbart, als Retter, als Heiland, als Sünderheiland, als das Alpha, möchte ich mal fast sagen. Aber er sagt, ich möchte es bis zum Omega bringen. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich werde dir einen neuen Namen geben. Und ich schreibe auf dich den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes und meinen neuen Namen. Und jetzt sind wir wieder am gleichen Punkt. Ja, wie heißt du denn jetzt? Vorher hast du Jesus geheißen, wie heißt du denn jetzt? Er soll jetzt Immanuel sagen, damit sich die andere Stelle für dich auch noch erfüllt und Logik ergibt. Nein. Hast du jetzt verstanden, worum es geht? Er sagt, ich bin, der ich bin und ich werde dir neue Wesenszüge offenbaren, neue Werke zeigen. Ich werde dir neu begegnen in neuen Wirkungen. Ich werde dich in einer neuen Weise berühren. Wir bleiben nicht in Kinderschuhen stecken. Wir machen nicht nur Fudibutz und machen deine Windeln wieder sauber und wir bleiben immer beim Sündigen wieder vergeben, wir sündigen, wieder vergeben, bis du im Himmel oben bist. Oder? Er sagt, das ist Schnee von gestern. Du legst die Sünde ab. Das war im Vorhof. Und jetzt kommst du, wäschst dich da am Waschbecken und kommst rein ins Heiligtum und da steht ein Leuchter, da steht ein Schaubrotaltar, da geht es um Gemeinschaft, da geht es um Erleuchtung, da geht es um Wirklichkeit, um den Rauchopferaltar, um Geist der Realität und der Wahrheit, da geht es um viel mehr, als in den Anfängen war. Also, und darum empfehle ich allen immer wieder, wenn du in der Bibel liest, der Name, damit wir von dieser Verhaftung an Namen freikommen, lies immer das Onoma. Und wenn du betest am Morgen, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, das kann ich gar nicht mehr beten. Ich bete seit längster Zeit, unser Vater im Himmel, dein Onoma, dein wahres Sein werde geheiligt. So wie du bist, müssen die Menschen dich erkennen. Dein wahres Sein sollen sie erkennen. Nicht irgendeinen Namen, irgendeine Floskeln, Etiketten, Götzen, so ein Kultname. Ja?
Dein Onoma werde geheiligt. So ist es korrekt zu übersetzen. Dein wahres Sein. Onoma kannst du auch übersetzen, dein Ruhm oder dein Ansehen. Dein Ansehen werde geheiligt. Es wird Zeit, dass wir Gottes Ansehen wiederherstellen. Aufhören, das, was wir zerstört haben im gegenseitigen Namenskrieg, endlich zusammen Gottes wahres Sein entdecken und feststellen mit weitem Herzen, mein Lieber, dieser Moslem hat Gottes Wesen erkannt. Eine meiner schönsten Erfahrungen, die ist noch keine paar Monate alt, da komme ich in hohe Regierungskreise in einem muslimischen Land, höchst geistliche Moslems, also die es, sag mal, todernst nehmen, oder? Wir kommen in Berührung, also ich rede jetzt nicht von der IS, gell? Ich sage todernst, gell? So war das nicht gemeint. Nein, hochgeistliche, also wirklich, du merkst, die leben mit Gott zusammen so, wie der Christ leben sollte. Ich sage es mal gleich auf den Punkt, ja. Also die unterbrechen selbst das Gebet, das Gespräch, um zu beten. Ich sage nicht, dass das meine Form ist. Ich sage nur, die nehmen es total ernst. Und für sie ist der Koran und Mohammed und Allah das Allerhöchste in ihrem Leben. Und alles dreht sich nur um das. Und die sind in Regierungskreisen, also höchste Regierungskreise in einem muslimischen Land. Die heißen uns willkommen. Und weißt du, wie die mich empfangen haben? Höchste Regierungskreise, höchste Geistliche sagen, wir sind geehrt, dass zu uns ein Mann Gottes kommt, ein Prophet. Das habe ich im ganzen Leben nicht von einem Christen gehört. Ich habe das auch nie gepredigt, ihr seid meine Zeugen, oder? Ich habe noch nie sowas aus meinem Mund gehört. Aber die Moslems sehen das. Die Moslems sehen das. Und wenn ich sage, die Moslems, meine ich nicht alle. Das gibt es nicht alle. Alle gibt es nicht, weder unter Christen noch in einer anderen Religion. Es gibt nie alle. Aber ich sage, dort geschieht das. Und dann nehmen die uns mit, stellen mich vor, als das, was sie von mir halten, obwohl ich nie sowas gesagt oder beansprucht habe. Und sie gehen mit uns in heilige Stätten rein, wo alle die Schuhe abhaben und alle auf dem Gesicht liegen. Und die gehen mit mir da querfeld ein und ich will die Schuhe ausziehen, sagen sie, stopp. Ich gehe mit den Schuhen in Begleitung von Regierungsleuten und hohen Geistlichen, höchsten Geistlichen, gehe ich da, marschiere ich und ich schäme mich wie ein Hund. Oder? Überall siehst du diese ehrfürchtigen Menschen mit nackten Füßen und sie liegen auf dem Gesicht, oder? Und ich schreite hier und ich denke, jetzt, wenn die aufstehen und mich umbringen, was dann? Oder? Schöner Prophet. Ja, welchen der Propheten haben sie nicht getötet, heißt es. Nein, die haben mich nicht getötet. Die wussten wesensmäßig, wenn Leute von der Regierung, wenn die höchsten Geistlichen, die Imame, die da die höchste Verantwortung haben im Land überhaupt, wenn die mit einem Mann reinkommen und der trägt Schuhe, hat das seinen guten Grund. Kein Mensch hat mich scheel angeschaut. Nichts. Warum? Weil sie gespürt haben, dass da etwas läuft im Geist, dass ich über dem stehe, was sie hier zelebrieren. Das musst du mal Christen erklären. Das habe ich nie an Christen nur annähernd so etwas verstanden. Nie. Gegenteil, ja, da war ich in sogenannten apostolischen Kreisen von Christen, in einer apostolischen Kirche. Und nach der Zeremonie entschuldigt sich dieser Leiter dafür, dass sie bei dieser Passage nicht gekniet sind. Da hätte man knien sollen. Oder? Solchen Unsinn hörst du. Und wenn du in anderen Kreisen eben nur die kleinste Verfehlung im Benehmen hast, hast du den Teufel im Haus, ja? Weil du so angegriffen wirst. Warum? Weil das Wesen nicht erkannt wird. Schau, wie sie Jesus ins Kreuz geschlagen haben. Aber Jesus, Jahwe, von Anfang an kommt und sagt, ich bin, der ich bin. Du kreist mich nicht ein, du packst mich nicht ein in einen Namen. Und ich werde ständig etwas Neues mit dir machen. Und wenn er uns den Namen, das Onoma der Stadt Gottes auf die Stirn schreibt, dann ist das nicht
eine physische Stadt, das sind alles Bilder, du bist die Stadt. Ihr seid die Stadt Gottes, das neue Jerusalem. Ihr seid die Straßen, ihr seid der Strom des Lebens, ihr seid die Bäume des Lebens, ihr seid das. Ja? Und wenn Gott sagt, ich werde das auf deinen mein Onoma, ein neues Onoma auf deine Stirn schreiben vom neuen Jerusalem, dann bedeutet das, es kommt die Phase, wo du als dieses neue Jerusalem offenbar wirst. Wo man merkt, dass du eine Stadt, eine Wohnstadt bist, wo man hinkommt, man fühlt sich zu Hause. Ja? Da könnte ich jetzt Stunden wieder abschweifen, aber ein ganzes Oratorium dahinter über die neue Stadt, über das Jerusalem, die Stadt vom Himmel. Ich muss da vorwärts machen, der Tag ist kurz. Also, mein neues wesenhaftes Sein, der neue, der wesenhafte Ausdruck, das neue wesenhafte Werk. Und jetzt frage ich, was ist die neue Seinsform jetzt, aktuell oder schon lange? Aber jetzt kommt sie in die Fülle. Wenn ich dich das frage, ich könnte jetzt auch sagen, was ist der aktuelle Name unseres Gottes? Was würdest du sagen? Oder siehst du, wenn ich nach einem Namen frage, kommst du in Verlegenheit, dann sagst du immer Jesus, Jesus, und du hast immer recht. Jesus wird nicht ausgelöscht, Jesus geht nicht vom Podest, er lässt sich nicht wegdenken, wegbeten. Er ist und bleibt, was er ist, aber er zeigt sich von immer neuer Seite. Und ich sage dir, was die neue Seinsform ist. Du kannst in Kolosser 3, Vers 11 lesen. Das war die neue Seinsform, die er angekündigt hat. Da heißt es, da ist nicht mehr Grieche und Jude, da ist nicht mehr Beschneidung und Vorhaut, da ist nicht mehr Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Das ist die neue Seinsform. Gib dem mal einen Namen. Nein, ich sage, das ist das Onoma, das neue Onoma, auf das er hinausgeht, das jetzt in der Wirksamkeit ist, dass die neue Wirkung, das neue Sein, das neue Werk, wenn du so willst, ist, dass sein Geist alles in allen offenbart. Der Moslem merkt, ich habe denselben Geist, der Christ merkt, und ich sage jetzt nicht alle Moslems, bitte unterscheide das, schließ deine Schublade wieder, wenn du nachher nach Hause gehst als Christ und sagst, oh, der Iwak gesagt, oder? Nein, aus allen Moslems, aus allen Hindus, aus allen Buddhisten, aus allen und so weiter, was es irgend aufzuzählen gibt. Nicht alle, der Großteil wird das nicht verstehen, wird den Krieg weiterführen, wird weiter sich die Köpfe einschlagen. Aber das ist seine neue Seinsform, er baut eine Stadt. Er schreibt auf diese Stadt einen Namen und du darfst, wenn du dabei bist, mit ganz verschiedenen Gebäuden zusammen eine Stadt bilden. Das bedeutet es nämlich, oder? Wo überall derselbe Name draufsteht, neues Jerusalem, neuer Doppelfriede. Jerusalem ist auch ein Begriff, ist auch ein Onoma. Jerusalem ist das Synonym für Friede Gottes, für doppelten Frieden, für einen Frieden, den es hier unten auf der Welt nicht gibt. Einen geistlichen Frieden. Und genau daran, an diesem Frieden, erkennen wir uns. Und überall, wo ich bin auf der Welt, egal unter welcher Gruppe, bis hinein in die Politik und Wissenschaft und so weiter, ihr seht es an der AZK jeweils, da wird nicht ein frommes Wort geredet, aber da hat es viel mehr Geistesmenschen drunter als in der Kirche, in der klassischen. Warum? Weil du fließt mit ihnen von der ersten Sekunde an, du siehst sie zum ersten Mal im Leben, da ist ein Politiker, da ist ein Wissenschaftler, da ist irgendwas, ein Bankfachmann, und sie kommen zusammen, sie hast dich nie vorher gesehen, du begrüßt dich, wenn du schon immer zusammen gelebt hättest, du verstehst dich wie ein Guss, wie ein Körper, du dienst zusammen, du umarmst dich und gehst auseinander. Das sind Dinge, die hat es nie gegeben unter dem Himmel, glaub mir es. Aus allen Hintergründen, aus allen Sparten, ohne eine Absprache, ist nur wesensmäßig empfunden, nur wesensmäßig verstanden, wesensmäßig gelebt. Und das ist das Wunderbare, was er sagt hier, Christus alles und in allem. Und eben Christus ist der Überbegriff von Wirken Gottes als Matrix. Ich nenne es manchmal gerne mit diesen esoterischen Begriffen, damit wir den Anschluss wieder finden und merken, wovon wir gerade sprechen. Gott ist allgegenwärtig, ist allmächtig, allwirksam, ist allgerecht. Er ist in allen gleichzeitig am Wirken, ob wir es verstanden haben oder nicht. Er ist gewinnend, weil er in allen sein Wesen niederlegen will. Und wir binden das immer an theologische Formeln, an Gebetsformen, an irgendwas, an irgendwelche äußeren Dinge,
die uns wichtig sind, die zu Zeiten auch wichtig waren, um das Bewusstsein zu bilden, um was es geht. Aber in den meisten Fällen haben wir eine Institution daraus gemacht, anstatt das Wesen davon zu verstehen. Versteht ihr? Abendmahl zum Beispiel, eine Institution bis heute, Oblade rein, oder Taufe, rauf, runter, wenn du getauft bist dann, oder? Die Form, wir haben immer aus der Form einen Götzendienst gemacht. Ich sage es gleich, wie es ist, ein Götzendienst, ein Kult. Es ist ein Kult. Taufe als Form, wenn du nicht getauft bist und wenn du dann nicht noch das und wenn du nicht noch das. Das sind lauter fromme Kulte, die Gott nie eingeführt hat. Alles, was er gemacht hat, sei das im Brotbrechen, im Abendmahl oder Taufe, es waren alles Wesensoffenbarungen. Abschied nehmen von einem Bereich, hineinkommen in einen neuen, tieferen Bereich. Darüber reden wir dann im dritten Teil. Ich darf hier nicht zu ausführlich werden oder abschweifen. Das ist immer das Problem. Gut, aber Epheser 4,6. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jetzt hat es ausgesprochen. Jetzt hat es mal nicht den Namen drin, außer Gott. Ja? Hast du es gesehen? Das ist die neue Seinsform, auf die arbeitet er hin. Ein Gott und Vater aller. Da liest du jetzt nicht Jesus für alle. Damit du über Jesus streiten kannst, bist du jetzt Christ oder bist du Moslem oder bist du Buddhist, der Hinduist. Seine Wesensform jetzt, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Darauf arbeitet er hin. Frei von allen Begriffen, frei von allen Traditionen, frei von allem Gewohnten, von allem Gehabten. In der Leibesverbindlichkeit, und da reden wir jetzt von Körper, dass die Menschheit als ein Körper funktioniert. Da liegt der Kern, da liegt der Werdeprozess. Schlicht das Geheimnis wahrer Vollendung. Also wenn wir davon reden, zur Vollkommenheit bestimmt, ist das niemals deine nur eigene Geschichte. Du wünschst dir vielleicht wie ein kleiner Jesus irgendwo durch die Gegend zu gehen und Jesus-verdächtige Züge zu tragen und verstehst darunter Vollkommenheit. Nein, nie und nimmer. Vollkommenheit mündet dahin, dass die ganze Menschheit sich als Körper erkennt, als ein Körper mit verschiedenen Funktionen und Gliedern, mit einem Geist, mit einem Gottesgeist durchzogen, mit komplett unterschiedlichsten Formen, komplett unterschiedlichsten Aufgaben, so wie eine Galle eine komplett andere Erscheinungsform ist als deine Zunge oder deine Augen oder deine Ohren, komplett andere Aufgaben, komplett oft widersinnig scheinende Aufgaben. Der eine Muskel zieht an, der andere stößt ab, aber total eins zusammen. Total eins, weil man das Wesen verstanden hat. Nicht erst, wenn du so bist wie ich, dann hast du dein Ziel erreicht. Ja. Ich bitte dich jetzt schon, vorweg, mitten im Tag, schließ dich heute in diese Verbindlichkeit ein. Lass dich erwecken, bekenne dich zu dieser Verbindlichkeit, beginne Schöpfungserzeugnis zu werden von dem, was Gott tut. Ja. Sei Teil von dieser Neugeburt, die hier weltweit am Tun ist, an diesem Massenschlupf, der sich hier begibt. Das ist ein Massenschlupf, sage ich dir, der ganz, auf der ganzen Erde stattfindet. Und wenn du siehst heute, wenn du es nur ahnst, wenn du es nur annähernd erfassen kannst und du bekennst dich dazu, da hinein will ich, dann wirst du es sein, du wirst es werden, ich verspreche dir das. Also das Onoma meint das wahre, reale Sein. Nicht, dass man den Namen richtig buchstabieren kann oder in der richtigen Reihenfolge etwas sagen kann oder beten kann oder predigen oder glauben. All diese Dinge, die wir jetzt gewohnt sind seit Jahrhunderten, ist der falsche Weg, definitiv der falsche Weg. Wir haben uns in Formen, in Religiosität verwickelt, in menschlich gemachter Religiosität. Überhaupt ist das, dieses Rechthaberische, das daraus kommt, genau daher entstammt, dass wir das Wesen der Dinge nicht verstanden haben. Wir haben aus allen diese Religion gemacht. Diese Theologie, könntest du auch sagen, die Lehre über Gott, die Lehre, die christliche oder dann eben die andere Lehre. Und das hat uns kaputt gemacht. Und ich weiß, wie schwierig das ist, auch für Christen das mitzuerleiden, dass ich hier solche Wege anbahne oder solche Möglichkeiten ins Auge fasse, mit allen zusammen das zu finden. Sie denken, na, jetzt ist der Ivo auch noch abgefallen in die Ökumene. Ich denke, die Ökumene wollte das Richtige, ja. Aber du kannst es nicht statisch umsetzen in Menschenkraft, in Theologie, in Dialog, in Übereinstimmung zwischen Menschen klären. Kannst du nicht. Du
kannst nicht eines klären, mit Worten, mit allem Möglichen. Du bist es oder bist es nicht, du hast es oder du hast es nicht, du berührst es oder du berührst es nicht und durchs Berühren wird es. Oder? Aber für diejenigen Christen sage ich es nochmals so ein bisschen da direkt in die Kamera. All ihr Christen, die ihr Panik bekommt, wenn ich solche Dinge sage, das ist doch schlimm, dann verleugnest du ja den Heiland, dann vermischst du dich ja und all diese Dinge, euch sage ich einfach ins Gesicht, ich wurde von niemand unter diesem Himmel hässlicher behandelt als von jenen Leuten, die Tag und Nacht den Namen Jesu auf den Lippen führten. Ich wurde von niemand schmerzhafter verfolgt als von Leuten, die ständig die Lieder vom Kreuz sangen. Ich wurde von niemand irgendwie schlimmer verleugnet oder verleumdet als von jenen, die die ganze Zeit das Brot brechen und das Blut Jesu trinken und das Blut Jesu rühmen. Versteht ihr das? Ich wurde von niemand unbarmherziger unter diesem Himmel behandelt als von jenen Christen, die Missionswerke betrieben. Ja? Oder von niemand mehr geschmäht unter diesem Himmel, verachtet und spürbaren Hass geerntet als von solchen, die sich Gottes Kinder nannten, aber es nicht sind. Das ist genau wie Unterschied. Wer hasst und verfolgt und all diese Dinge treibt, sagte die Schrift, ja, beweist sich nicht als Kind Gottes, sondern als Kind des Teufels. Oder? Also man kann tiefst beleidigt, verletzt werden von Leuten mit der Bibel unter dem Arm. Von niemand habe ich mehr Schlimmes erlebt. Ja. Also Gott ist in allem und jedem wirksam, ist gegenwärtig und allwirkend. Und das erkennt man an seinen Werken, an den Taten, die wir haben. Du siehst es bei den Fischen im Meer, da ist er zu Hause, bei den Tieren auf der Erde, in der Luft, überall leitet er die Schwärme, orchestriert sie. Und ich sage, wo sind all ihre Universitäten, wo sind all ihre Lehrstühle, wo sind all ihre Gesetze oder Gesetzesbücher, wo sind all ihre Versicherungen, siehst du, die ganze Tierwelt beweist, Gott tut es ohne diese Dinge, die wir in unseren Köpfen drin haben. Jetzt möchte ich hier einen Break mit einem Lied machen. Komm mal bitte hoch, Regina. Wir können nicht immer gerade so eine ganze Pause einleiten, aber ich möchte mal kurz durchatmen und dann bitte fortsetzen. Es hat sich so begeben, hallo, willkommen zusammen. Hat sich so begeben, dass gerade dieses Lied vorbereitet wurde. Das war jetzt nicht geplant als solches, eben von Menschen, aber daran erkennst du, wie Gott eben wirkt. Es ist eine Matrix am Wirken. Sie singen uns das Lied Immanuel. Gell? Hallo. Immanuel, Sie haben es neu arrangiert. Wir hören uns mal ein bisschen rein und sagen einfach danke, danke für die Wirklichkeit von Immanuel. Jetzt verstehe ich es besser. Wir machen ein bisschen innere Ruhe und nachher mache ich dann weiter.